Ja, ich bin in Bad Tabarz, habe auch nicht gedacht, dass es mich hierhin verschlägt. Ich habe gedacht, ich fahre nach Rula, aber der Michael von Dentitec hat gesagt, da wäre ich heute verkehrt. Es geht nach Bad Tabarz und das Thema heute ist Dentitec und Uhren aus Rula. Michael, ich finde es klasse, dass ich so spontan auf den Samstag vorbeikommen durfte. Hallo Axel, willkommen in Bad Tabarz und schön, dass du dir das eingerichtet hast und dass es auf dem Weg lag. Ja, freue mich sehr, dass wir uns auch mal persönlich kennenlernen. Wir hatten ja auch schon mal telefoniert vor circa in einem Jahr und ja, das ist ja auch die Zeit, das Zeitfenster, in der ich mich intensivst mit Rula beschäftige. Und das soll auch das Thema sein, Rula-Uhren heute. Genau. Ja, aber bevor wir zu Rula Uhren kommen und warum ein Uhrenshop Dentitec heißt, da kommen wir gleich zu. Ich weiß nicht, ob du meine Videos gesehen hast. Ich starte immer ganz gerne mit einer lockeren Runde, um meinen Gesprächspartner kennenzulernen, beziehungsweise auch den Zuschauern vorstellen zu können. Dann ist bekannt, habe ich auch ein, zweimal schon in deinen Videos gesehen. Ist eine Ja, auflockernde Sache. ich habe befürchtet, dass das bekannt ist, deswegen mache ich das jetzt etwas anders. Habe ich mich auch schon gefragt, dass die Fragen sich nicht unbedingt wiederholen müssen. Ich habe ja immer was zur Auswahl gestellt. Ich würde es jetzt gerne etwas anders machen. Ich fange das an und du beendest ihn ganz spontan. Okay. Wenn nicht Uhren aus Rula, dann würde ich heute. Ja, also auf jeden Fall handeln, mit Dingen handeln und aber das ist jetzt tatsächlich ein schwieriger Satz für mich, weil das hat wieder was mit der Herkunft zu tun. Ich wollte ja meinen alten Beruf verlassen. Es sind Uhren und Also das ist war auch der das Punkt, der Glücksgriff? sozusagen wie der Faust, ja, Ja. aufs Auge, ne? Das andere Was? wollte ich jetzt nicht sagen. Wie Arsch auf Eimer, können wir ruhig sagen. Ja, genau. Also perfekt. Quarzuhren verbinde ich mit. Ja, Ganggenauigkeit und einem guten Marktsegment und man kann Dinge mit Quarzuhren realisieren, die man mit anderen Werken nicht realisieren kann. Und ja, also das hat mehr als nur seine Berechtigung. So eine schöne Ergänzung im Hobby Uhren. Wenn ich mich zwischen Glashütte und Pforzheim entscheiden müsste. Schwierige Frage. Also ich könnte mich da nicht direkt entscheiden, weil erstmal würde ich mir die eigenen Präferenzen sind doch sehr unterschiedlich und dann muss es auch noch in allen Richtungen passen. Aber ich finde, aus beiden Richtungen ist es toll, was da kommt und man schaut immer genau hin. Eine ganz spannende Geschichte. Im Urlaub mache ich am liebsten. Also derzeit, die letzten Jahre, gab es gar keinen Urlaub. Also das war Das ist hart. bisschen dünn mit Urlaub. Immer so wie die Feste feiern. Und jetzt in dem Onlinehandel muss man auch mal gucken, wie man dann in so einer relativ kleinen Konstellation den Urlaub dann einbaut. Aber das ist eine Entwicklung und ist jetzt eine Investition sozusagen. Aber ansonsten im Urlaub, ich würde mich gerne mal wieder irgendwie am Pool einfach erholen. Das wäre eine ganz schöne Maßnahme. Ja. Wenn ein Hersteller deiner Wahl dir deine Traumuhr ohne jedes Limit bauen würde, dann würdest du. Ich hatte da selber schon mal drüber nachgedacht, dann würde ich eigentlich meine eigene Uhr bauen. Also wenn das wäre eher das Zeitlimit und dann wäre es wirklich auch sicher das Kaliber, das Werk, das wäre sicher schwierig zu realisieren, aber selbst dann gäbe es ja Möglichkeiten, wenn das mich ein Hersteller da unterstützen würde. Aber es würde tatsächlich Richtung eine Keramikuhr von A bis Z alles individuell eingefärbt, lackiert, also glasiert sozusagen und gefertigt und geschichtet und so weiter. Das würde dann so ein bisschen aus meinem alten Berufs Hergang. Eine Uhr werden etwas wild. Also da habe ich aber was im Kopf. Aber das ist gut. Wird man sehen. Hast jetzt schon gesagt, eine Woche Pool, Beine hoch und nichts tun. Angenommen, das geht nicht und du hast nur die Wahl zwischen einer Woche Museumsreise Florenz oder eine Woche Wellenreiten in Portugal. Na, das wäre eindeutig Italien, Florenz. Ja. Ja, mal wieder, mal wieder. Und wäre auch wieder schön. Ehrlich, also wenn du mich wirklich foltern willst, dann nehme ich mit in ein Museum. Naja. Das ist echt nicht meins. Den Spaß an Uhren habe ich, weil.
Ja, weil mich Mechaniker, also in dem Fall jetzt mechanische Uhren reizen, weil mich das, weil es einfach ein Schmuckstück ist und sein kann und ja, alle eigentlich die Dinge, die uns alle umtreiben, unsere Uhren, Freunde und Fans, ich denke, das könnten alle so unterschreiben. Es ist einfach ein faszinierendes kleines Etwas, mal größer, mal kleiner. Ja, ganz allgemein gefragt. Am meisten ärgere ich mich über. Ja, das ist jetzt, ja, also im Moment ein großes Ärgernis hab ich jetzt in dem Bereich noch nicht. Wie gesagt, ich bin auch gar nicht so lange jetzt auch in dem Handel tätig. Aber das eine oder andere, was im Handel läuft, das ist vielleicht ein Ärgernis, aber da muss man jetzt nicht tiefer drauf eingehen. Die größte Freude macht man mir mit. Na, eigentlich, wenn das bei mir jetzt solide so weiterläuft. Also das ist jetzt auch von außen natürlich, bringe ich es auf die Reihe und das, also ich mache mir praktisch selber die größte Freude, indem ich das einfach ja, gut weitertreibe mit den Uhren. Sind wir schon fast durch. Ich weiß, dass das immer eine Herausforderung ist, so Fragen, die man vorher nicht kennt. Von der Uhren-Community wünsche ich mir. Na, dass sie weiter so sich findet und weiter so macht, weil ich bin ja auch ein Stück weit drin. Ich habe auch so ein bisschen selber auf YouTube meinen eigenen Kanal. Und ich finde das großartig, wie Leute sich mit einem Thema wirklich intensiv beschäftigen, zusammenfinden, dann auch wirklich nicht nur online, sondern auch offline sich treffen. Und ist mittlerweile ein ganz, ganz wertvoller Bereich, der eine große Rolle spielt für Uhren allgemein und auch für Hersteller. Ist eine ganz interessante Sache. Also Community, das macht schon Spaß. Bei der Community, was ist da für dich? Also erstmal vielen Dank, dass du dich diesen Fragen gestellt hast. Ich bin mal ganz froh, dass ich die nicht gestellt bekomme. Das war jetzt wirklich ein neuer Modus. Also, ja. Aber schön, einfach mal was Neues. Bei der Uhren-Community, was ist da für dich wichtiger? Die Treffen im, wie das jetzt so schön neudeutsch heißt, Real Life oder die Social Media Aktivitäten? Also, ich Beides denke, hat ja vordergründig. Community-Aspekt. Ja, ich denke, vordergründig ist es immer noch, na klar, die Social Media Kommunikation miteinander agieren und eben auch, ich beantworte auch gerne Kommentare, schreibe auch Kommentare. Sowas macht einfach ja, viel Sinn für alle. Und klar, das Treffen ist auch schön, je nachdem, wie es organisiert ist. Ne? War ich mal auf einem Community-Event, das ist schon toll. Ist natürlich für einen Aussteller immer auch in gewisser Weise auch ein gutes Stück Arbeit. Und ja, also wie gesagt, überhaupt einfach auch da neue Formate finden, Möglichkeiten zu suchen. Ich denke, das wird alle umtreiben, macht auch Spaß, da was zu entwickeln. Ja, und du bist ja mit deinem, also ich finde dein Format auch wirklich großartig. Ich habe einige Videos schon gesehen von deiner, ja, bald Deutschland-Rundreise. Im Moment ja eher im Süden, jetzt zentral. Wohin war jetzt dich? Im Norden warst du auch schon. Norden war ich auch, ja. Und dann immer weiter. Irgendwann, es gibt ja auch noch internationale Hersteller. Es gibt in Oder in Deutschland. Australien gibt es auch den einen oder anderen Oh Brand. ja, das wird, dafür habe ich zu wenig Umsatz. Hab dann keine Ahnung. Es gibt in Deutschland ja über 100 Marken, also da geht. Da hast du noch ein bisschen. Und dann kommst du einfach wieder vorbei und wieder rum. Und mach ein Ja, Update. genau, alle paar Jahre mal wieder. Bevor wir noch ein bisschen mehr auf dich eingehen und auf die Uhren aus Rula, lass uns erstmal deine Rolle klären, weil ich habe bisher immer mit Herstellern gesprochen und du möchtest deine eigene Uhr bauen, wenn Limits keine Rolle spielen würden. Das bedeutet, du stellst im Augenblick noch keine Uhren her und deine Webseite läuft unter Dentitec-Uhrenshop. Ich mag jetzt komplett falsch liegen, aber ich habe da hinten einen Meisterbrief an der Wand gesehen und Dentitec klingt so überhaupt nicht nach Uhren. Wie hängt das alles zusammen? Ja, das ist korrekt und Dentitec ist meine Herkunft beruflich. Viele Jahre bin gelernter Zahntechnikermeister, viele Jahre in dem Beruf unterwegs gewesen, auch sehr, sehr gut. Und ja, aber ich hatte mich dann praktisch nochmal neu erfunden. Und ja, Dentitec ist einfach, man will einfach die Vergangenheit ja nicht unbedingt missen. Und es war mein eBay-Name schon sehr, sehr lange. Und hatte dann für mich auf diesen Handel und letztendlich bin ich ja über diverse Dinge, auch zahntechnische Sachen, dann auch gehandelt und dort einfach als Dienstleister reingekommen. Und was ich aber auch immer mehr merke, am Anfang wurde gestutzt mit dem
Was soll das? DandyTech, viele verbinden das sofort mit 10. Ist ja nicht für alle ein schönes Thema, dabei ist es ein gutes Thema. Auf jeden Fall hat sich es aber etabliert als Markenname irgendwo ein Stück weit. Und das ist ja auch wieder das Gute, weil ein bisschen, ja, du bist ja im Marketing auch unterwegs gewesen, du kennst dich da aus. Was markig ist, ist ja auch nicht verkehrt. Und DandyTech hat sich mittlerweile durchaus etabliert, erst recht bei Uhrenfreunden der Marken Hula-Uhren. Du hast quasi die Marke Dentitec beibehalten und mit neuem oder zusätzlichem Inhalt gefüllt. Ja, und das ist ein offener Prozess. Also das geht genauso weiter. Und ich verstehe mich tatsächlich ein Stück weit auch als von der Identität her als Hersteller. Aber das hat wieder diesen beruflichen Hintergrund. Im Moment bin ich natürlich im Handel tätig. Und das macht viel Freude. Zahntechniker und Uhren ist beides im groben Handwerk, aber das war es auch aus meiner laienhaften Dackelperspektive schon mit den Gemeinsamkeiten. Wie bist du auf Uhren gekommen? Ja, das stimmt. Also das hat, also Uhren, ich habe schon immer Uhren gemocht und es hat mich immer fasziniert. Und das war einfach, für mich war es tatsächlich ein logischer nächster Schluss. Hat auch den Hintergrund, wie ich aufgewachsen bin. Ich bin immer an den Bäckerwerken von Ruhla, das war ein Außenstandort, vorbeigelaufen, bin dann morgens wach geklingelt worden. Ich will jetzt nicht sagen, dass es so weit zurückgeht, aber ich habe auch Uhren. Und den Standort schon immer beobachtet, aber auch aus unternehmerischer Sicht. Und was mich immer, ich habe immer gedacht, Mensch, aus Ruhla, da kommt einfach zu wenig. 30 Jahre bauen die Uhren und irgendwie ist relativ unbekannt außerhalb der Kaufhäuser. Und ja, und das hat mich aber auch schon, der Standort an sich reizt mich eben auch, weil es doch sehr, 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 sehr bekannter Ort ist für Uhren für viele Jahrhunderte, naja, also geht jetzt ins zweite Jahrhundert, 150, 160 Jahre, werden an dem Standort Uhren hergestellt. Und im großen Stil, das ist das, was mich da so umtreibt und mir viel ja, Gedanken macht. Und es liegt mir eben auch der Standort am Herzen. Das ist eben, ich glaube, das kommuniziere ich auch häufig und ich will so ein bisschen mit dran arbeiten, dass es nochmal den nächsten, ja, so ein bisschen gepusht wird noch. Weil da geht noch viel. Es ist für mich so ein kleiner Schatz, der noch nicht komplett gehoben ist. Du hast gesagt, Bäckerwerke von Ruhla auf dem Schulweg. Das heißt, es ist auch eine regionale Verbundenheit zum Standort da. Du hast den jetzt nicht aus der überregionalen Telefonliste rausgesucht und gesagt, ach, jetzt machen wir mal Ruhla. Ja, wobei das auch gar nicht so einfach ist. Man kann ja nicht einfach morgens aufstehen und sagen, ich will jetzt Uhrenhändler werden. Also das funktioniert in den wenigsten Fällen und man muss dann erstmal auch die richtigen, ja, in dem Fall einfach auch ein bisschen Glück haben, dass man demjenigen, der da ein offenes Ohr hat dafür, dann eben auch, weil ich handle mit gebrauchten Talsachen und dann möchte ich jetzt Uhrenhändler werden. Das ist schon ein bisschen schräg, dann auch für den Außendienst oder für den, mit dem man da spricht. Aber ich glaube, man hat teilweise auch gesehen, dass das ja beidseits eine gute Sache ist. Wie kam es denn generell dazu? Also du wolltest was Neues machen, du hast Uhren gemacht, aber der Standort Ruhla ist dir erst in den letzten Jahren, wie soll ich das jetzt sagen, wieder auf die Beine gefallen. Ja. Das hat ja doch lange etwas geschwächelt oder hat zumindest in der Öffentlichkeit nicht stattgefunden. Ja, genau. Also das hat einmal mit dem Standort zu tun. Das hat jetzt natürlich nichts mit mir zu tun. Ich war jetzt viele, viele Jahre in Hamburg und habe da auch einen Dentallabor betrieben und habe mich dann aber wieder zurückorientiert und ja, dann kam eins zum anderen mit den Uhren. Aber wie gesagt, es ist ja auch in Ruhla eine relativ neue Entwicklung seit 2019. Kommen wir vielleicht später noch mal Nö, drauf. können wir auch gerne jetzt machen. Also passt gut rein und Ja, es gab und gibt ja mehrere Hersteller in Ruhla. Und der größte Hersteller war die Gardee GmbH und die hat 2019 leider Insolvenz anmelden müssen. Und der Hauptauftragsfertiger Pointec hat die Räumlichkeiten, das Gebäude, hängt ja auch wirklich viel dran. Das Museum betreiben sie weiter, was ich grandios finde, dass man eben das, da braucht es eben auch. Ja, die Mittel. Ne? Als Hersteller kann man auch nicht herkommen und sagen, das wuppt man dann alles und alle Mitarbeiter übernommen im Großen und Ganzen.
Also, dass es da einfach weitergeht, das war meiner Meinung nach was kurz vorm Aus für den Standort Hula. Also, das war so Häuptling eine war dann der tolle, Weiße Ritter. wenn man so möchte, ja. Ja. Also, das war auch wieder folgerichtig, aber okay. Aber wie gesagt, es wäre düster geworden an dem Standort. Aber es ist auch so, dass es nicht noch eine weitere Firma gegründet hat, ohne Abula. Und ja, und ich finde sowieso mehrere Hersteller an einem Standort. Ich sage immer gerne Klasse 1.0, also wirklich, oder 0,5 oder sowas. Aber es wäre schon schön, wenn sich so ein Cluster wieder bildet. Weil ich glaube, so ein großer Standort verträgt auch mehrere Hersteller. Ja, man sieht es in Glashütte, man sieht es in Pforzheim, wenn da mehrere, nicht zu viele, aber mehrere an einem Ort sind, die Synergien überwiegen die Konkurrenz. Ich denke auch. Also ich glaube, man muss sich auch dafür öffnen und man hat es jetzt auch auf der einen oder anderen Messe. Bin ja, wie gesagt, auch wirklich recht neu in dem Geschäft, aber doch untereinander sich wirklich auszutauschen, das ist eine wertvolle Sache. Und ja, sich gegenseitig sollte man sich schon die Butter gönnen. Wenn der andere ein Ja. gutes Produkt hat, dann muss man sehen, dass man es vielleicht besser macht, aber ja. Und ohne jetzt Internas auszuplaudern, wenn das Internas sind, dann brauchst du es auch nicht zu beantworten. Ist Pointec auf dich zugekommen oder bist du auf Pointec zugekommen? Ihr wart ja quasi, was den Standort Rula betrifft, beide neu. Heute ist nicht auf mich zugekommen. Ich bin mehr oder weniger jetzt auf UMF Rula zugegangen und die Vertriebswege sind etwas anders als der klassische Pointec-Vertrieb. Und ja, so kam das dann zustande. Aber es ist jetzt selten, dass so ein etablierter Uhrenhersteller jetzt auf jemanden zukommt wie mich und sagt, hier, willst du nicht meine Uhren verkaufen? Also das ist, manche Hersteller gibt es da sicher am Markt, die gar nicht genug Händler haben können, scheinbar. Das macht aber jetzt auch was mit den Preisen, ist nicht immer klug. Also das ist wichtig, dass man da ein bisschen drauf achtet, wer die Uhren dann am Ende des Tages bekommt. Zum Vertrieb für die, die es nicht wissen, die klassischen, in Anführungsstrichen, Pointec-Marken, Zeppelin, Iron Any, Formationkos, sind überwiegend bei Innenstadtjuwelieren in den Innenstädten zu finden, im Präsenzvertrieb, im Aber stationären Vertrieb, genau, aber nicht nur, nee. aber auch im Online-Shop. Genau, die sind sehr breit aufgestellt. Also die Marken sind sehr breit aufgestellt. UMF Gula ist jetzt 2019 wieder neu etabliert beziehungsweise neu aufgelegt worden und ist demzufolge einfach eine junge Entwicklung, eine neue Entwicklung und sind jetzt ein paar Jahre dazwischen und da geht richtig was vorwärts und es etabliert sich eben dann auch ein Händlernetz und auch on wie offline. Also das ist UMF, Uhrenmanufaktur? Uhrenmanufaktur Gut. ist falsch. Ist falsch. Ja, Uhren- und Maschinenfabrik Rula heißt das. Und das hat den Hintergrund, dass es wirklich das ist so der langjährigste Name, also während der kompletten DDR sozusagen Zeit. Hieß das Kind UMF Rula und die haben auch ihre eigene Maschine gebaut. Das ist wirklich neben Junghans der größte Hersteller in Deutschland gewesen zu der Zeit bis zu 7.000 Mitarbeiter und mehr haben dort Uhren produziert. Teilweise wirklich voll automatisch und damals ohne Computersteuerung. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Es waren viele hunderte Maschinen nebeneinander. Was ein bisschen schade ist, ich habe auch, gerade wenn man nach Pforzheim schaut, da sind nicht alle Maschinen abgebaut worden. Und hier sind leider alle Maschinen, außer die paar, die im Museum gelandet sind, gleich nach der Wende verschrottet worden. Das ist man natürlich heute, wenn man sieht, die Maschinen kriegt man ja nie wieder. Also das sind, Die funktionieren ja noch. die würden noch funktionieren. Man braucht natürlich jemanden, der sie dann noch bedienen kann. Ja, wenn ich Aber klar, gerade ganz Maschinen. Konrad hat Maschinen aus den 50er, 60er Jahren. ICRA hat entsprechend alte Maschinen noch. Die laufen alle und produzieren heute noch. Ja, also das ist, ja, wäre schön. Also da kommt wieder das Herz bei mir, dieses Herstellerherz, weil ich ja meine Sachen immer von A bis Z selber gebaut habe. Und das würde ich natürlich jedem Hersteller wünschen, ist natürlich bei Uhren wirklich also gerade keine einfache Sache. Aber je mehr an einem Standort produziert wird, umso besser in meinen Augen. Einfach nur, weil ich selber gerne Hand anlege und selber produziert habe.
wo wir uns ein paar Uhren von UMF angucken. Da bin ich natürlich super neugierig und ihr könnt sehen, hier auf dem Tisch liegen schon ein paar. Die gucken wir uns nicht alle, aber ein paar davon gleich noch im Detail an. Wenn du dir den Standort Rula so auf dem Zeitstrahl mal anguckst, was sind so die größten Einschnitte aus der Vergangenheit ins Heute und was würdest du für die Zukunft erwarten oder erhoffen? Ja, dadurch, dass es historisch schon so ein lang gewachsener Standort ist, das hat ja angefangen mit den Gebrüdern Thiel. Die haben sehr, sehr früh angefangen, hat es tatsächlich mit Kinderuhren, beziehungsweise die noch kein Werk haben, Spieluhren. Dann kamen die Taschenuhren für den Export hauptsächlich und das war schon immer ein Exportstandort, auch eher Massenfertigung als im Gegensatz zu Glashütte. Massenfertigung unter eigenen Marken oder Eigene für Marke, Kaufhäuser damals war es von. die Gebrüder Thiel, die haben auch ihre eigene Marke, die Uhren unter Thiel. Eigentlich sind die bis nach der Beendigung des, ja, nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges, sind sie dadurch, dass sie halt auch im Militärbereich wie alle anderen oder viele anderen großen Uhrenhersteller eben auch Zeitzünder gebaut haben und ähnliches, gab es einen guten Grund, dann die Besitzer zu enteignen und dann ist halt wir haben das in einem volkseigenen Betrieb aufgegangen und dann auch in der Form OMF mit dem Logo. Am Anfang wurde tatsächlich das Ziel-Logo noch geprägt. Ja, es waren wahrscheinlich der größte historische Umbruch. Und der zweitgrößte war dann definitiv dann die Wende. Also das war und da war dann auch ein großes Vakuum. Es waren unglaublich viele Menschen dort beschäftigt und auch bis dahin. Und ich glaube auch nicht, dass man so einen großen Player im Markt unbedingt halten wollte. Also das glaube ich jetzt. Ja, also wie das jetzt zusammenhängt, weiß ich nicht genau. Aber es waren auch Hersteller interessiert an dem Standort, die man heute auch in Glashütte wiederfindet. Also ich habe mal gehört, dass auch die ETA durchaus Interesse hatte für den Standort wegen der vielen ja, Leute dort vor Ort, gut ausgebildeten Leute. Ja, es ist leider dazu nicht gekommen und es hat sich aber eine Nachfolgefirma gegründet. Das war Gardet GmbH. Gardet heißt Dame der Schacht. Das waren die Dame im Schacht, wurden ja noch in Ruder Schachuhren hergestellt. Und ja, Taschenuhren, Schachuhren, sehr viele Uhren, aber überwiegend mit immer rationalisierteren Kalibern. Und da ist das bekannteste Kaliber 24. Das wurde viele Millionen, 160 Millionen Mal hergestellt. Das sind gigantische Mengen. Und ist ein recht einfaches Werk. Ich habe es mal auseinandernehmen dürfen. Ich habe jetzt ja mal so eine kleine Uhrmacher-Praktikum gemacht. Naja, das war hochspannend und selbst so ein einfaches Werk hat mich auch ein Stück weit vor eine Herausforderung gestellt. Und aber es ist gut zu wissen, was in so einer Uhr, ich meine, die sind alle mechanischen Werke irgendwie gleich aufgebaut, so tickt. Gibt es noch Kapazitäten in Rula, eigene Uhrwerke zu machen, oder ist das alles mit dem Abbau der Maschinen Das im Bach ist mit runter? dem Abbau der Maschinen gestorben. Man muss jetzt auch sagen, dass natürlich die Kaliber, die dort gebaut wurden, heute nicht mehr zeitgemäß wären. Ich würde es trotzdem noch mal auflegen. Aber die, ja, einfach von dem, was Ganggenauigkeit und so weiter. Aber es gibt auch, das wurde mir auch von dem Uhrmachermeister noch gesagt, man kennt ja auch die Schwächen des Uhrwerks und es gibt natürlich Entwicklungspotenzial und so ein eigenes Manufakturkaliber. Das wäre schon ein schönes Ziel, aber es ist schwierig. Ja, aber wenn alles wächst, ist der Weg natürlich weit und die Entwicklung auch teuer. Entwicklung teuer und dann braucht es halt auch eben auch die passenden Leute dazu und viel Geld, ja. Und natürlich dann auch Kunden, denn das Preissegment, wo ich die Uhren aus Rula aktuell sehe, sind ja nicht das klassische Preissegment, wo ich Inhouse-Kaliber finde. Das heißt, Ja, das ist das ist richtig. auch Das muss man nochmal dann, genau. Also in der Positionierung der Marke nochmal ein komplett anderer Weg. ja, ich bin ja auch nicht derjenige, der das entscheidet. Ist vielleicht auch ganz gut, dass man da, ja, das muss natürlich alles gerechnet sein. Aber in Urula werden ja auch Uhren hergestellt, montiert, in mehr, also doch auch in verschiedenen Preisklassen. Also wenn man jetzt auch an die, auch für UMF gibt es ja auch der Zugriff auf ETA-Werke, auf Sellita.
ist sehr gut und werden natürlich dann auch dementsprechend genutzt und sind natürlich dann auch mittelpreisige Uhren. Sind doch super zuverlässige Werke, Ja, da muss millionenfach erprobt. Ich hätte jetzt fast gesagt, kann jeder Hufschmied in der Walachei machen. Nein, kann er natürlich nicht, aber man ist nicht auf Inhouse-Teile, Lizenzen, Werkzeuge oder sonst was angewiesen. Ja, da scheiden sich ja immer die Geister an der Frage. Letztendlich ist es immer dann, das muss dann der Hersteller für sich selber entscheiden und wissen, ob er den Support und dann auch im Nachgang die Uhren so betreuen kann. Und da wird sich auch schnell das ist, glaube ich, so der Knackpunkt auch in der Zukunft, weil der Service-Bereich meiner Meinung nach das Wichtigste bei einem Uhrenhersteller ist, weil produziert ist das eine. Und ich glaube, da werden sich alle neu aufstellen müssen, weil ich einfach immer weniger gelernte Uhrmacher unterwegs sind, die das von der Pike auf gelernt haben. Und das ist sicher auch ein großes Thema. Auch bei vielen, denke ich, Nachwuchs, Ausbildung wird bei vielen ein Thema sein. Also ich weiß jetzt, in Ruhla hat man, glaube ich, dieses Jahr keinen Auszubildenden. Vielleicht hat ja noch jemand Lust und möchte in Ruhla durchstarten. Man kann sich auch Eine Schule oder bildet ihr hier lokal bei den einzelnen? Es wird lokal ausgebildet. Es ist dann auch, also es gibt auch die Möglichkeit, die Ausbildung eines Uhrmachers zu vollziehen. Dann würde aber die Schule dann dementsprechend weiter weg sein. Ansonsten gibt es andere Berufsfelder, die sich überschneiden, wo man dann ausgebildet wird. Politiker. Ja, also gibt es genau die diverse Möglichkeit, was man vor Ort eben auch dann Schulen entsprechend hat. Das sind auch mehr so Maschinenbaugeschichten und sowas, Okay, logisch, klar. was man heute eben auch braucht und teilweise auch studieren kann. Da gibt es ganz viele Möglichkeiten und Wege. Also es ist nicht nur der klassische Uhrmacher, der ja gefragt Hört wird. ja nicht mit dem Endprodukt auf. Also es ist auch gar nicht genau, also letztendlich auch talentierte Quereinsteiger kann man auch sich melden, weil einfach die Produktion in Ruhla nicht hinterherkommt. Also die schaffen es gar nicht, die haben genügend Plätze, aber sind da einfach auch limitiert. Vielleicht ist Ruhla jetzt auch nicht der Nabel der Welt, aber es ist. Ja, du hast ein paar Uhren auf den Tisch gelegt, die hast du aus dem Schrank hier rausgenommen. Ich kann euch sagen, jetzt gucke ich euch mal kurz an, das wird hier richtig knackig schön. Das ist noch nicht alles fertig, ich darf das sagen. Ja, ist noch nicht alles, genau. Aber es lohnt sich hier vorbeizukommen und der Michael ist super nett. Der Kaffee war klasse und den hätte ich niemals angeboten, aber wo du es gesagt hast, kann ich das sehr sagen. Der Kaffee war wirklich gut. Ja. Also die Maschine macht's ordentlich. Batabots, Dentitec, das lohnt sich und so wie ich das hier einschätze, lohnt sich das von Monat zu Monat mehr. Das ist genau der Punkt. Also ich habe jetzt kein klassisches Ladengeschäft. Das wird sich auch etablieren. Es bleibt ein Onlinehandel, aber eben besuchbar. Und ich denke, das ist ein gutes Konzept. Was wir euch natürlich jetzt nicht bieten können, aber wir können euch ein paar Uhren in der Kamera zeigen. Du hast hier so einige hingelegt. Von Ja. sehr klassisch bis sehr farbenfroh. Ja, ich weiß nicht, fangen wir bei dem modernen Klassiker sozusagen an, sage ich jetzt immer, moderner Klassiker aus Ruhla, das ist die Kampfschwimmerlinie. Hat einfach den Hintergrund, es gab in Ruhla mal eine Quarz Einsatzuhr und man orientiert sich an der Uhr und hat halt eben auch diese Historie, hat ja nicht jeder Hersteller so eine Taucheruhr jetzt in der Historie drin und da gibt es auch riesige Fans und so weiter, aber OMF hat das ein bisschen moderner neu gedacht und hat auch für mich ein sehr, sehr schönes Gehäuse etabliert bei dieser Uhr und es hat angefangen mit der 1924, die ist leider nicht mehr erhältlich, das ist auch so eine Kerngeschichte von OMF, wo die meisten Uhren sind limitiert, mehr oder weniger eng, eher eng. Und mit Limitierung, am Anfang habe ich gedacht, Limitierung, warum macht man eine Uhr limitiert, gerade die dann so gut läuft. Ich kann das jetzt sehr gut nachvollziehen, weil die meisten Uhren sind einfach, wecken das Sammlerherz. Und das spielen Limitierungen durchaus eine große Rolle. Also gerade immer irgendwelche Querverbindungen zu irgendwelche Daten und so weiter. Also die Hersteller machen das sowieso immer sehr geschickt, uns, naja, zu fischen im Teich. Ja, fangen wir mit der. Ja. Fangen Guck wir doch einfach. gerne mal die Kampfschwimmer in die Kamera.
Ja, fangen wir mit der aktuellen blauen Variante an. Das ist so ein Navy Blue, ein relativ dunkles Blau. Wollen wir es mal richtig rumdrehen. Ja, eine Keramik-Inlay, also Keramiklünette, das ganze Paket ist sehr solide. Es ist jetzt leider verklebt, das sieht man das Band nicht so schön, aber das kann man sich einfach in anderen Videos auch vielleicht anschauen. Ich mag diese Bänder total gerne, weil die sehr kurze Sogar Glieder direkt, ja. haben und dadurch wirklich sehr flexibel und weich und beweglich am Arm sind. Also das ist wirklich, also hier und da merkt man schon das Preissegment an. Also es könnte noch ein bisschen, also so als ich fühle ja immer viel mit den Händen, weil ich früher auch im Mund sozusagen die Dinge fühlen musste, weil da Scharfkantigkeiten gehen natürlich im Mund überhaupt nicht. Also das ist jetzt am Arm ein bisschen weniger schwierig. Ja, das ist meine aktuelle Trageuhr auch. Die mag ich wirklich persönlich auch sehr gern. Das ist die blaue 42 mm Ich fand Variante. die auch nicht scharfkantig, ich fand die nur sehr stark definiert. Also es ist Ja, nicht das so, dass war man damit Papier schneiden kann, aber man spürt einfach, dass richtig. da eine klar definierte Kante ist. Ja, also das genau, das ist auch richtig, das ist auch das Band, das ist auch etabliert und ich kriege da auch gute Rückmeldung. Ich verkaufe dir ja wirklich auch häufig die Uhren, viel, viele hundert. Also da kommt einiges zusammen und natürlich auch viel Feedback in der Zeit. Und ja, nein, das hat einfach sich gut etabliert. Dann haben wir den sogenannten Leuchtkeks. Das habe ich allerdings gesagt. Das hat sich nicht der Hersteller ausgedacht. Leuchtkeks ist ja auch nichts Neues. Die ProMaster, die kennen wir alle. Die sieht auch noch keksig aus wegen des Gehäuses. Da ist das, glaube ich, her. Aber der Leuchtkeks aus Ruhla, das ist halt ein sehr schönes warmgelbes Zifferblatt. Weiße Indizes, leuchtet natürlich fluoreszierend, leuchtet auch hammermäßig auch die ganze Nacht durch. Habe ich auch noch nie anders rückgemeldet bekommen. Und hat halt, die Uhr hat halt ein gefälliges Gehäuse, dadurch, dass ja, die Hörner abgeschnitten sind sozusagen und das Gehäuse abgeschrägt, ist auch schön satiniert. Ja, also es ist halt, es hat einen Stahlboden, gravierten Stahlboden, steht auch ein bisschen was da, da nimmt, da greift man dann auch wieder diese Historie dieser DDR-Kampfschwimmer oder Taucher, Minentaucheruhr auf. Das ist ja, Einseitig drehende Lünette mit 60 Klicks, 200 Meter, 120 sogar. 120, Ja, das 200 Meter wasserdicht, also. genau. Also das ist ein also klar, verschraubte Kronen dann sowieso. Ja, da kann man nicht zu dem Paket kann man. Das ist einfach der moderne Klassiker aus Werkbasis Ruhla. Dann gibt's NA35. ja das NA35. Ist ja die. Ja, das Also gibt's noch in Schwarz. im Prinzip das Seiko 7S irgendwas, das NA35 ist ja das gleiche wie das Seiko S irgendwas, denn Seiko ist nicht in eigene Uhren verbaut, sondern verkauft. Richtig, es ist auch ein Tochterunternehmen von Seiko. Wenn man den Rotor sich anschaut, da steht auch nicht Seiko drauf. ITN, ich Ja. weiß es selber nicht. Ja, also die hatte ich auch auf der Messe gesehen, die verkaufen natürlich ihre Werke dann an externe Hersteller, unter anderem. Und in dem Fall das bekannte NA35A. Viele Microbrands verwenden es und nicht nur die, sondern eben auch große. 35a ist schon mit Handaufzug, ne? Das ist mit Handaufzug. Genau. Und das ist auch wesentlich. Ich glaube, eine Uhr heutzutage zum Anschütteln, Das erste war ja noch das so. ist das. Also da hat sich schon viel getan. Es ist einfach so ein Preis-Leistungs-Sieger, das Werk. Also viele kennen es und man muss halt vorher drüber sprechen, was einen erwartet, dass man eben keine, ja, sicher die Uhr nicht zertifiziert bekommt. Aber ist ein solides Werk, kann man nicht anders sagen. Gibt es natürlich auch noch jetzt in der, das ist allerdings eine große Uhr, die ist ja 46 mm, das gleiche Gehäuse in 46 mm, ist eine aktuelle Uhr, sehr neue. Die ist schon groß, die müsste man glatt mal anlegen. Ja, auch mit einer Powerbandverlängerung und einer anderen Schließe. Und in dem Fall eine GMT-Variante. Ja, das mit dem Label, das ist nicht so genau. Eine GMT-Variante, Taucher-GMT-Variante ist ja eher was Ungewöhnliches. GMT wird innen angezeigt. Und ja, Die OMF lässt sich ja immer gerne mal was anderes einfallen. kleineren Kampfschwimmer lagen unter 400.
Genau, 369 ist die UVP und die liegt bei 399, die neue große Kampfschwimmer. Mit den grünen Lumen, da muss man dazu sagen, wurde wirklich von den Uhrenfreunden sehr nachgefragt, weil die 1924 war das erste Modell mit diesem Gehäuse und hatte diese giftgrünen Lumen und ist heute wirklich schon sehr, sehr gefragt und wird auch ist halt schwierig zu bekommen, weil sie in die Limitierung schnell reingelaufen war. Leuchtet das auch so giftgrün? Also sie leuchtet schon grün. Ja, klar. Weil wenn die grün leuchtet, ist es Ja, genau. C3, ne? Ja, also, ach, ich Ja. weiß nicht, ob man es jetzt, man wird es Ja, schwer sehen. Ja, da habe ich jetzt manchmal. doch, man sieht es ein bisschen, ja. Also wir haben es gesehen, sie leuchtet grün und nicht blau. Dann ist Genau, da es kennst du dich mit den Leuchtmassen besser kein aus. BGW9. Das ist BGW9, würde ich mal Genau. behaupten. Das leuchtet blau. Das leuchtet blau, genau. Und hier ist Den es ja auch ein Mix, letztendlich. Das sieht man vielleicht nicht. Auf der Die Keramiklünette Lünette sind leuchtet die. super. Das ist absolut, absolut erklärbar. Also das ist schon das, was halt sehr, ja, was jetzt mittlerweile alles möglich ist und für verschiedene Farben und was alles verrückt. Also gerade mit den Leuchtmassen. Ja, also das ist, die leuchtet. Also gerade bei der schwarzen, da fällt einem das auch auf, so wie bei allen anderen Uhren, auch bei der mit dem schwarzen Blatt fällt es besonders auf, wenn man wirklich einfach von hell ins Dunkle reingeht, dann knallt die schon Weil tagsüber. der Kontrast ja auch am Ja, größten also ist. das ist wirklich, Ja. genau, das, ja, Das dann waren also die modernen Klassiker, sozusagen von OMF Ula aus Lula. die älteste Idee und die neueste Uhr. Sozusagen. Also es gab, wie gesagt, mit dem Neustadt 2019 gab es noch eine 100 ATM 1000 Meter Kampfschwimmer-Uhr und ja, und die hat den Start gemacht, eigentlich, jetzt für die neuen. Okay. Und ja, es ist dann auch gewachsen und wie gesagt, die Marke wächst auch. Also das muss man auch sagen, die Nachfrage, die Marke wird immer, immer bekannter. Und weil man sucht ja schon auch nach deutschen Brands. Und mit so einer Historie hat ja nicht jeder nachzuweisen. Also meiner Erfahrung nach wächst der Wunsch nach Exoten, aber nach Exoten, die eine authentische Geschichte haben und wo auch wirklich Menschen dahinter stehen, für die es nicht nur ein Job ist, sondern auch ein gutes Stück weit Leidenschaft. Und ich glaube, das ist das, was in der Sammler-Community immer mehr gesucht wird und auch immer mehr wertgeschätzt wird. Perfekt gesagt, das muss ich mir aufschreiben. Nein, genau so würde ich es auch, so ist auch mein Empfinden. Also das ist wirklich genau das. Und gerade weil es immer mehr gibt, muss man eben auch, sucht man auch, um eben sich da was anderes Ich habe aufzuschreiben. an vielen verschiedenen Stellen gesagt, es ist nicht mehr so schwer wie vielleicht noch vor 15 oder 20 Jahren für 500 oder 1000 Euro eine gute Uhr zu kaufen. Na. Aber es ist nicht so einfach, eine Uhr zu kaufen, die auch nach dem Verkauf noch einen guten Service hat. Das ist der Punkt, den ich vorhin angesprochen habe. Da wird sich die Spreu vom Weizen tatsächlich trennen. Also das wird in den nächsten, gerade wo so viele kleine Hersteller auf dem Markt geschwemmt sind und sich auch wirklich mit tollen Uhrenmodellen auch zeigen. Aber was, wenn mal was damit ist? Also wie man dann damit umgeht mit der ja, wird sich zeigen, ob man sich, weil dann hat man sich etabliert. Dann hat man es geschafft als Hersteller. Und der Markt wird nicht unbedingt größer. Also jetzt, wenn man sich die Zielgruppe anschaut, also auch meine Zielgruppe, klar, Uhren werden in der jüngeren Bereich oder bei jüngeren Menschen spielen die weniger eine Rolle. Da muss ich aber auch sagen, jetzt habe ich wieder ein paar wirklich sehr, sehr junge Menschen gehabt, auch direkt hier in meinem kleinen Laden und neulich erst. Das freut mich auch mal ganz besonders, wenn da wirklich einer U20 kommt und richtig Bock auf Uhren hat und eben da auch schon länger sammelt und ja, sowas sind immer schöne Gespräche, das wollte ich. Also es geht schon weiter, aber der Markt, mehr Wettbewerber, ein kleinerer werdender Markt irgendwo und sowieso ohne Community, ohne Sammler könnten sowieso die meisten Hersteller gleich zumachen, weil wer braucht schon mehr als eine Uhr? Und wenn ich dann manche Kunden
Ja, die haben dann dreiständig Uhren gekauft. Wenn sie das nicht tun würden, dann hätten die Ja. Hersteller ganz schnell ein Problem. Uhr hat natürlich, was den Service betrifft, einen unschätzbaren Vorteil, als junge Marke trotzdem eine bewährte, alte, stabile Infrastruktur im Rücken. Ja, das ist auch das Große. Also wie gesagt, deswegen würde ich es auch nicht als Microbrand sehen oder sowas, sondern es ist wirklich was, es ist ein etablierter Hersteller, wo hinten und vorne alles passt. Das sieht man allein auch schon bei den Komponenten, bei der Auswahl, wie so Uhren auch erdacht werden und wie es jetzt auch weitergeht, wenn man dann vielleicht auf die Scheibenuhr dann nochmal zu sprechen kommt. Das ist ja eine ganz, ganz, ganz spannende und tolle Sache. Aber da hast du vollkommen recht. Und gerade der Service, ich habe es jetzt auch erlebt, also man kann seine Uhr eben nach Hula schicken und bekommt die repariert, auch nach dem, auch wenn es den Händler mal nicht mehr gibt oder ja, man hat da einfach einen Zugriff, die kümmern sich um ihre Uhren, die kümmern sich auch um ihre alten Schätzchen aus allen Epochen, wenn es noch Ersatzteile gibt, das ist bei manchen Uhren dann gerade bei den Quarzwerken noch nicht mehr ganz einfach, wenn da so eine Batterie mal ausgelaufen ist, manche Sachen kriegt man dann nicht mehr platt, weil wegen der Ersatzteilgeschichte. Die alten Schätzchen ist alles mit Kaliber 24, kriegt man noch gut wieder hin. Aber wie gesagt, noch hat man die auch im Service, die solche Schätzchen hinbekommen. Weil einfach ein Werk tauschen, ähnliches und so weiter, ist ja der Service der Zukunft. Also ich meine, jetzt in einem bestimmten Preissegment, deswegen. Du Genau. hast eben ein paar Uhren gezeigt, die so bunt waren, wie ich sie noch nie gesehen habe. Ich habe also schon viele Uhren mit Farben gesehen und Farbverlauf und Sonnenschriftzifferblatt, aber Ja, das ist. du hast jetzt die schwarze in der Hand bei den beiden anderen Jetzt Uhren. wollte ich dich, genau, jetzt wollte ich dich ärgern. Jetzt habe ich gedacht, du kündigst jetzt eine total bunte Uhr an und ich halte erstmal eine komplett schwarze Uhr. Entschuldigung für den Spoiler. Halt erstmal die schwarze Uhr. Nein, dann nehmen wir natürlich gleich die am meisten knallt, Mein erster sozusagen. Gedanke war Zuckerwatte. Also das ist absolut der Knaller. Ja, also gerade, jetzt kommt dann immer aufs Licht drauf an. Ja, das ist schon bunt. Ja, und Und es die ist ist auch die. stabil und das changiert nicht, sondern das ist wirklich ja, so ein bisschen aufgerautes, So granuliertes sieht man es Zifferblatt mit vielleicht. Jetzt ist es mit dem Licht. Also je mehr Licht, umso mehr leuchtet es poppen sie natürlich richtig auch, raus. poppt dann Ne? auch raus. Gerade jetzt in der Sonne. Und es ist ja eine Stranduhr, wenn man so will. Ne? Die ist für den Strand gedacht. Und hat ja auch, heißt auch Ostsee, die ganze Serie und Linie. Ist eine neue Linie, neben der Kampfschwimmerlinie noch eine Sportlinie. Und die hat auch so eingeschlagen, die Uhr, dass es da auch sicher mit der Ostsee auch weitergeht. Die haben auch ein ganz hübsches Logo mit so einem kleinen Segelbötchen. Ja. Und steht da Ostsee drauf. Hier steht jetzt Ostsee 2 und ja, das ist die Ostsee 2, steht auf dem Blatt und auch auf dem Boden. Da gab es so eine kleine Story, als die Uhr neu kam. Haben irgendwie viele Leute nicht gesehen, dass auf dem Zifferblatt überall eine 3 drauf stand. Und das war natürlich nicht Sinn und Zweck der Sache. So die ersten 50 Uhren waren sozusagen fehlgeprägt. Den einen oder anderen Sammler freut's. Aber und es sind auch jetzt mittlerweile manche Blätter schon getauscht. Also von daher, Aber man braucht ein stabiles Handgelenk, ne? Horn zu Horn ist relativ ja, hart. das ist, was hat man vorhin, 42 Millimeter, 52 Millimeter. Das ist schon eine große Uhr. Das muss man auch wissen. Sie ist 52 auch Meter und auch gerade abstehend, also das ist nichts für Spargelärmchen, ne? Ja, oder man muss es einfach wollen. Also die Uhr kann ja nicht, die kann ja gar nicht groß genug sein. Man muss, das kommt auf den Träger drauf an, weil manche. Erstaunlicherweise bei Frauen stört mich das weniger als bei Männern, wenn die übergroße Uhren anhaben. Ja, also gerade bei Frauen finde ich gerade die Ostsee, das hatte ich damals auch bei den Pointeck-Mitarbeitern oder auch in den Uhrenwerken, die tragen ja ihre Uhren auch. Und Ja. da sind viele, gerade mit den knallbunten Uhren dann unterwegs, auch die Frauen, mir gefällt das. Also das ist Ja. immer. Wie gesagt, Auch alle die Frauen gelben haben Kampf das. schon mal, also meiner Tochter habe ich ne, tatsächlich, die hat mit Uhren nicht viel am Hut, aber die gelbe, der Leuchtkeksausbilder, die habe ich ihr geschenkt und die wird es sicher und hoffentlich in Ehren halten. Und die steht ihr auch sehr gut, obwohl sie ein sehr schmales Handgelenk hat, aber also das gerade bei jungen Menschen sieht das wirklich sehr, sehr gut aus. Jetzt die gelbe Kampf schon mal, auf Ja. jeden Fall. Und Genau. Und dann haben wir noch die die kommen am blaue. Kautschukband. Die kommen am Kautschukband, Silikonband und ja, aber man kann es natürlich mit einem Stahlband kombinieren. Empfiehlt sich durchaus auch, weil die sonst, also Kopflast,
Also wenn man jetzt seine Uhr normal eng trägt, dann trägt die sich sehr gut. Ich habe die auch lange als Trageuhr gehabt, gerade die Ostsee 1 jetzt in dem Fall. Aber die haben alle schon gewicht, auch die Kampfschwimmer ist keine leichte Uhr, habe ich eben festgestellt. Ich finde das angenehm, aber ich war doch überrascht, Ist die. wie viel Gewicht man dann vielleicht muss ein kleines Stück zurückgehen. Man, ja, das ist ein bisschen. Genau, das Logo, das leuchtet auch, das ist ganz witzig. Also wie gesagt, was, das sieht man jetzt nicht. Doch, da sieht man es. Also das ist, ja, es ist eine Glänzenuhr. Ich sage immer, es ist eine Glänzenuhr. Es hat auch was mit der, ja, mit der Lünette und dem Keramikinlay zu tun. Wo liegen die preislich, die Die bunten? ist jetzt bei 349 liegt die etwas unterhalb der Kampfschirme, allerdings das ist sicher auch dem Band geschuldet. Von mir, also man kann die auch kombinieren, wie gesagt, aber am besten Aftermarket, Ja, durch wenn den, da schauen, was man zeigt da aber den wirklich. Anstoß, durch den geraden Anstoß habe ich auch nicht das Problem, dass ich ein passendes Endding brauche. Ich kann also im Prinzip jedes Aftermarket-Band mit, ich schätze mal 22 mm gerade im Anstoß nehmen. Ja, da muss man gucken, dass die Bürstung halbwegs klappt oder wie gesagt, die polierten Flächen, dass es gut zusammenpasst. Was ich immer, dazu rufe ich auch immer so ein bisschen ja, meine Fans und Community und Kunden auf, dass sie mir wirklich auch mal Bilder schicken von ihren Kombinationen. Manchmal, das ist sowieso eine schöne Sache. Ich habe die auch schon manchmal eingeblendet und gerade bei einer neuen Uhr spielen ja schnell die Leute mit den Bändern und da kommen ganz pfiffige Sachen raus. Hat der Hersteller überhaupt nicht drüber nachgedacht, was man alles für tolle Sachen kombinieren kann. Was ich persönlich ja super klasse finde, ist, wenn so Uhren so ein bisschen 70er-Jahre-Vibe haben, ein Spangenband da dran. Das spielt insbesondere UMF. Da fällt mir gerade ein, gerade noch eine, die haben wir gar nicht da liegen. Also der Schrank, der ist normalerweise noch leer. Hatten wir gar nicht die Melkus, die aktuelle Melkus. Da geht es jetzt auch weiter mit der Linie jetzt an. Nächstes Wochenende ist ein Melkus. Der Melkus ist der einzige DDR-Supersportwagen. Und da hat man auch eine Uhr aufgelegt, auch mit der in Zusammenarbeit mit der Familie Melkus in Dresden. Und das ist jetzt ein Quarzchronograph. Und der hat halt Die diese hatte ich auf dem Kissen. Foto gesehen. Ja, genau. Und das ist ja mit dem Farbverlauf, mit dem Band, mit dem Lederband, ist auch ein Quarzwerk mit Alarm in dem Fall. Also, wie gesagt, hier ist es. Lünette, für die, die es nicht gesehen haben, ein bisschen wie bei der Blancpain 50 Phaethons, eine runde, gewölbte Lünette. Ich Aber vermute mal Kunstharz, kein Saphir, aber. sollte eine Keramikeinlage sein? Das ist gerundetes Keramik. Sollte es so sein? Also wenn ich Wow. jetzt und was ich sagen genau bei der, weil du die 57 gesagt hast, das war noch vor dem, die Uhr kam vor dem Hype jetzt, vor dem aktuellen. Aber klar, alle Hersteller orientieren sich an erfolgreichen Marken und Modellen. Das ist ja Schön, nichts also Neues. wirklich schön gemacht. Und das ist so ein bisschen, deswegen habe ich jetzt mal rausgeholt, das hat tatsächlich ein bisschen das 70er Jahre Gehäuse natürlich in der modernen Größe. Jetzt in dem Fall ein Ronda mit Großdatum und sowas, das kann zum Beispiel ein Quarzwerk einfach ein Großdatum realisieren, das im mechanischen Bereich natürlich Das auch unglaublich wie schwierig hier ist. kleine Sekunde auf 3 Uhr, glaube ich, noch nie gesehen. Ja, also das ist Die kleine Sekunde auf 6 und 9, die habe ich schon also es hat wirklich häufiger als einmal gesehen. Halt eine Chronofunktion. Ja, genau. Das läuft sie los? Ja, sie läuft los. Ja, klar. Und dann zurücksetzen, wie man es kennt. Interesse halber, hat die auch einen Wecker? Weil auf der Ja, die 6. hatten alle Alarm. Weil Genau. die auf der 6 Uhr zwei Anzeigen hat mit dem dünnen blauen und dem etwas breiteren silbernen Zeiger. Habe ich da direkt an die Alarmfunktion gedacht. Die Junghans hat nämlich auch so Also eine Doppelfunktion gehabt. genau, also bei den Uhren sollte man tatsächlich die Anleitung lesen, weil man auch den Sekundenzeiger, das habe ich, Ich muss mal richtig reinhalten. Das ist wirklich. das mit dem grauen Blatt und wie gesagt, das Melkus-Logo, also das Logo des Autoherstellers, das ist auch wirklich sehr schön. Man sieht es, glaube ich, auch hier auf dem Boden mit der Gravur. OMF-Ruler spielt gerne mit Stories, also das ist eine ganz zentral und Also wie gesagt, Melkus. Melkus. Also, wie es hier geschrieben steht, mit K, Melkus. Und man kann danach mal googeln. Es gibt eine RS1000.
Das ist der Klassiker und das passiert auf einem Wartburg, aber ist wie gesagt wirklich ein Sportwagen und da muss man sich erstmal reinschälen. Ich werde die live dann in Leipzig nächste Woche sehen und dann stellen wir auch, also gemeinsam mit UMF, auch die neue, das ist eine GMT Racing Uhr. Die hatte ich auch auf meinem Kanal schon mal vorgestellt. Die werden wir dann auf den Melkos treffen. Da waren viele Melkos-Fahrer und ich habe schon auch diese Uhren, gerade die wir jetzt uns angeschaut haben, die habe ich auch schon echten Melkos-Fahrern verkaufen dürfen. Das ist schon was Tolles. Also dann mit dem Hintergrund. Nur zur Klarstellung, du hast die Kamera gehalten. Der Sekundenzeiger ist kurz vor 12. Ist aber kein Problem. Ich kenne das Werk. Da kann der Sekundenzeiger selbst nullen. Also Richtig. Deswegen bei den Werken, auch gerade bei den Quarzwerken mit vielen Funktionen, wirklich mal die Anleitung lesen. Die ist gut. Die ist alles leicht erklärend. Ich selber, wie gesagt, Quereinsteiger, kenne auch nicht jedes Werk. Bin auch schon zum Service gegangen und habe gesagt, guck mal, der Zeiger sitzt nicht richtig. Und dann hat er halt zweimal gedrückt und man kann dann den positionieren, wo er hingehört. Das ist das Ronda 5020.B. Also so heißt es. ja. Und dazu gibt es auch immer noch ein schönes kleines Begleitheftchen. Da sieht man mal das Auto. Das ist schon eine coole Karre, wie man so schön sagt. Und durch die Decke gegangen, unglaublich teuer. Also kriegt man, wer jetzt noch keinen hat, der kriegt auch schwerlich einen. Sehr schön. UMF gebrandete Bänder, also selbst. Also das machen sie wirklich gut und die Bänder sind durchweg von Ich guter finde das Qualität. Band auch super stimmig mit dem blauen Farbverlauf und Also die Farbverläufe, da gibt es tatsächlich eine ganze, das hat jetzt mit der Uhr, gibt es halt wie gesagt im Braun, in Rot, das ist natürlich ganz das Band, bei der Uhr kann ich natürlich auch noch ein schwarzes Band hinzulegen, wer sich für die interessiert. Bei der Uhr ist es so, dass sie tatsächlich, da gibt es nur noch wenige Exemplare, weil OMF sich natürlich an seine Limitierung auch hält. Die ist sehr erfolgreich gelaufen, ist auf 499 Exemplare limitiert, gibt nur noch, also mir wurde jetzt gemeldet, wirklich beim Vertrieb nur noch sehr wenige Uhren. aber Aber pro Farbe 499 ja, oder die 499 gesamte pro Serie Farbe, pro pro Farbe. Farbe. Und ist dann, wie gesagt, ist jetzt in die Limitierung gelaufen. Und die liegt, weiß ich, bei 349, die ist teurer. Die kostet, glaube ich, 399, die blaue. es ist aber alles kein Riesenunterschied. Also die, ja, wie gesagt, also das ist auch wieder, das war eine, ja, also das Auto ist so lackiert, deswegen die Farben sind jeweils dem Auto nachempfunden. Das Auto wird auch noch gebaut, ist erst 2000. Den Blau-Orange, da kenne ich mindestens drei, denen das Design super gefällt. Ob die jetzt auf Quarz anspringen würden, weiß ich nicht, aber die ist von der Größe ganz gut tragbar und Na, UMF, ja, machen wir noch die Sammler, mal eine Sammleruhr. UMF lässt sich auch, wie gesagt, bedient auch den mittelpreisigen Segment. Kommt immer darauf an, wie man es, was mittelpreisig für einen ist. Die ist jetzt über das ist die. 649, aber ist jetzt auch nicht die aktuelle UVP. Und das ist ganz witzig. Genau, wolltest du es gerade sagen? Mach du das. Ja, genau. Die hat einen. Jetzt geht's gerade nicht. Nee, ich habe einen Finger drauf gehabt. Warte. Mal. Na, jetzt hängt am Band. Naja, es ist ein Sprungdeckel, eigentlich springt er auch. Und da kann man sich das Werk anschauen, ist in dem Fall ein ETA 2824 Und2. anders als bei der Taschenuhr liegt das Werk dann nicht blank, sondern man kommt auf den Glasboden. Man bekommt einen Glasboden und kann sich das in Ruhe betrachten und das, ja, das ETA kann man sich auch schon gut ansehen. Und ja, also das ist. Wie gesagt, das ist mal, ist auch den Rula Taschenuhren nachempfunden, auch von der Minuterie. Das ist jetzt die schokobraune Variante. Und Zeig mal von der Seite, weil die ist trotz Sprungdeckel gar nicht so hoch. richtig, also das haben sie wirklich gut integriert. Das war's, genau. Und ja, dann gibt es auch mal sowas Schönes. Das ist halt eine große Fliegerrohr, 44 mm. Kann man sich auch das Werk Mit betrachten. der rot gefärbten Leuchtmasse. Gibt es in Also. Blau, in Rot, genau. Also was man jetzt überhaupt, dieser Kontrast mit Weiß, jetzt muss ich, ja genau, und auch die Richtung hat gestimmt. Also das ist auch eine Fliegeruhr, die ist auch, ja, eher was für den Sammler, so ein bisschen Vintage angehaucht. Die ist jetzt im Miyota verbaut, also der Zugriff, den UMF auf die Kaliber hat, das ist wirklich Was bei der hervorragend. Uhr so besonders ist, fand ich, fällt es nochmal von der Seite, Ja, dass gerne. nämlich
keine Bronzeuhr, wie ich ursprünglich vermutet hatte, sondern es ist eine Beschichtung, die so eine patinierte Bronzeanmutung hat. Ja, und dazu dann das passende Blatt. Also das sieht Ja. irgendwie ganz, ganz pfiffig aus. Man muss es natürlich, man muss es mögen. Also sie bedienen tatsächlich einfach den breiten Sammler. Ja. Ja, und dann gibt es ja noch was Sammelwürdiges, Ruder, und zwar OMF-Ruder hat die offizielle Lizenz für Colani-Uhren. Auch mit knalligen Farben. Das war jetzt, ist jetzt ein Seiko GMT NH34A. Mit GMT-Funktionen und die Zeiger, man sieht es vielleicht jetzt nicht bei der Uhr, die sind jetzt nicht nur inspiriert, sondern das sind die Colani-Zeiger. Und das sind auch Uhren, die man auch mit dem, ja, mit dem gebrandeten Logo, mit dem Ja, Colani-Kopf. auch einen getauschten eigenen Rotor, ne? Der schafft Rotor drin. Genau. Ja, und die gibt es dann in ganz knalligen Farben auch. Tragen die Mädels in München und in Rula auch gerne, gerade die orangene Variante. Das ist eine Und tolle ist Sache. natürlich für Sammler ein relativ schmaler Markt. Colani Uhren, erst recht, weil sie ja posthum sozusagen erdacht wurden und natürlich nicht von dem Meister persönlich stammen, das ist klar. Und aber auch da gibt's sicher spannende Neuigkeiten. Da überlegt man auch und dann vielleicht mal so ein Darf ich was was sagen? aufzugreifen und weiterzuentwickeln, die Ideen von Herrn Colani, weil er hat ja ein Tourbillon, er hat ja alles selber gehabt als in seiner Zeit. Und wie gesagt, ist ein bisschen spezieller, aber so soll es ja auch sein. Ja, die Bänder auch in dem Fall Colani Schriftzug geprägt. Das ist ja eigentlich das Schönste an Colani, der Schriftzug und sein Also Konzept. was ich hier dran absolut grandios finde, dass man schon das ohne Spiegelung reinbekommst, die Zeigerformen, also alleine Ja, das der ist die Gabe. Sekundenzeiger und das Zeigerdatum, Stunden-Minuten-Zeiger, da ist aber auch überhaupt nichts von der Stange. Ne? Das ist Nee, die sind tatsächlich extra jetzt für die Uhr dann dementsprechend auch ja, Designstange, hergestellt. fertig, Ja, und okay. da steht noch, und das sieht man gar nicht, weil es ist ja praktisch powered bei OMF und man will ja einfach nicht zu viel Schrift auf dem Blatt haben. OMF steht auf dem Sekundenzeiger am Ende. Das ist wirklich, also wie gesagt, man gibt sich da schon sehr viel Mühe. Ja, das ist die Reihe und da geht's auch weiter. Das wird auch ganz, ganz spannend, was da vielleicht kommt. Abwarten. Also ich habe viele von den Uhren auf der Webseite schon gesehen. Ich bin ja nicht komplett unvorbereitet gekommen. Ja, nicht Zwar gedacht. nicht mit viel Ahnung, aber zumindest mit einer gewissen Vorbereitung. Was mich echt überrascht, gerade mit den bunten Chronos hier. Und ich kann nur immer wieder sagen, die sehen live viel besser aus, als jedes Foto oder jedes Video es zeigen kann. Das ist, glaube ich, auch das Faszinierende, dann immer gerade bei den verschiedenen Zifferblättern, wenn die ein Relief haben und so weiter. Man kriegt es nicht transportiert in 2D. Und das geht uns ja allen so, wenn wir eine Uhr dann wirklich am Arm haben. Gut, manchmal gibt es auch ein Erwachen und sagen, oh, das passt jetzt zu mir jetzt gar nicht. Das ist dann auch ehrlich und richtig und das gehört auch dazu. Erspart eine Retoure. Genau. Und das ist sowieso das, was ich am wenigsten mag. Und ich tue aber auch alles dafür, dass es keine Retouren gibt, weil ich wirklich jede Uhr doch mal anfasse. Also man kann bei mir auch mal einen Fingerabdruck erwischen, aber dann habe ich die Uhr noch mal geprüft und gestellt und gemacht. Ich versuche es dann natürlich alles fein wegzuwischen. Aber im Großen und Ganzen ist das, denke ich, auch noch ein Mehrwert. Genau. Ansonsten ja, die Scheiben, wo man. Die Scheibenuhr, wo ich auf der Warteliste stehe. Ja, genau. Also ich werde auch bald noch ein paar mehr Infos dazu bringen. Ich habe die Uhr jetzt mal da gehabt, besser gesagt. Die Uhr hatte Weltpremiere jetzt auf dem Uhrentreffen in Angola letztes Wochenende. Da haben wir die uns alle mal anschauen können, alle in die Hand nehmen können. Die hat praktisch eine Standing Ovations bekommen. Also es sind natürlich alles ausgewiesene Ruler-Fans gewesen, aber alle waren sehr glücklich, die Uhr jetzt in dieser Form zu sehen. Und das ist wirklich mal was ganz anderes. Alle Hersteller, namhaften Hersteller, hatten in den 70er Jahren Scheibenuhren. Aber dass sich jetzt gerade einer daran traut, ist mir nicht bekannt. Und das wird eine sehr, sehr spannende Geschichte. Also Vor allen Dingen, was ich ja total faszinierend finde, die ist, Scheibenuhr, Entschuldigung. ja.
Genau, also es ist eine mechanische Uhr, das ist so der Witz an der Sache. Also die Scheiben werden natürlich mechanisch, eine Automatik. Eine Digi hieß das früher. Ja, mein Vater hatte so eine und war wirklich stolz wie Oscar. Und im Urlaub war der König mit der Uhr, hat sie dann leider irgendwann verloren oder hat sie nicht gewartet, hat es kaputt gemacht, ich weiß es nicht mehr. Deswegen wird er die, die ich bestellt habe, bekommen, weil ich weiß, wie viel Ja. Spaß er daran hatte. Was ich super finde, ist, dass er die Scheibenuhr oder dass die Scheibenuhr jetzt in die Moderne transportiert wurde mit Saphirglas, wasserdicht, also alles das, worauf ich Wert lege. Ich weiß, vielen ist das nicht ganz so wichtig. Die nehmen auch gerne Plexi und sagen, bei der Uhr ist Wasserdichtigkeit nicht so wichtig. Ich finde das immer sehr wichtig. Und das kommt jetzt alles mit der Uhr. Das finde ich echt klasse. Ja, das ist, also wird auch ein schönes Paket. Man hatte lange darüber nachgedacht, wie man sie realisiert, ob man es über Stückzahlen macht, dann vielleicht im Preis, aber das war alles nicht möglich. Und jetzt wird die Uhr 499 Euro kosten. Ich denke, das wird die Uhr auch halten, weil das müssen sie jetzt auch schaffen. Und ja, es gibt noch ein paar Verzögerungen. Es wird, wie gesagt, wir hatten das erste Handmuster jetzt gesehen, da gibt es ein paar Sachen, die dann noch abgeändert werden müssen. Und das ist bei so einer Uhr, dem Projekt muss man ein bisschen Zeit einräumen. Und das geht nicht ganz von heute auf morgen. Sie war jetzt für Ende Oktober angekündigt. Ja, also bis jetzt habe ich da noch keine Abkündigung in dem Fall, aber ich werde trotzdem ein bisschen vorsichtig. Das wird sicher ein bisschen später werden. Das Und sie wird. ist noch bestellbar. Die Limitierung ist noch nicht ausgeschöpft. Sie ist bestellbar. Ich habe einiges an Bestellungen. Genauso weiß ich, dass andere Händler auch machen und ihre Listen führen, auch direkt in Rula. Und ja, also sie wird mit einem, die Uhr braucht natürlich ein gewisses Volumen. Also so begrenzt wird sie nicht sein, nur am Anfang wird es, wie gesagt, in den Farben, in den limitiert sein, wo man nicht alle Uhren sofort montieren wird. Und von daher lohnt sich das vielleicht, also wenn man die Uhr wirklich zuerst haben möchte, ist so eine Warteliste, die ist bei mir unverbindlich. Also das ist einfach, da lohnt sich dann doch drauf zu stehen, weil dass man die definitiv dann zeitnah bekommt. Aber auch für Leute, die jetzt die Uhr erstmal im Markt sehen wollen, eine ganze Zeit, wird die lange verfügbar sein. Also davon gehe ich aus, gehe ich ganz fest davon aus. Und Und das wundert mich. Ich habe eigentlich gedacht, dass dir, Schrägstrich euch, die Kunden die Tür einrennen, weil das ist so ein Alleinstellungsmerkmal. Und du bekommst zwar Scheibenuhren, aber auch von Anker bekommst du ja heute immer noch über Versand irgendwelche Scheibenuhren. Aber Die sind auch teuer geworden. aber Also das auch ist, die alten Klassiker die sind alten, richtig, die ja. alten sind richtig teuer geworden. Also das ist auch gerade, weil das auf den Kaliber 24, also auch ganz interessant, wie die das damals alles realisiert haben, ist natürlich auch alles heute nicht mehr zeitgemäß, wie man jetzt mit dem Modul umgeht, was man aufsetzt und was alles im Denn Werk richtig umgebaut ist ja, werden ist es muss. eine springende Stunde. Für die springende Stunde muss das Werk hier umgebaut werden. Ja, Ist ja also keine, das ist ja ist ein keine Tiefwald. komplette Eigenentwicklung, sondern Ja, das kann man. ein Standardwerk. Aber so wie es ist, kann man es nicht nehmen, weil es eine fließende, laufende Sekunde, Stunde hat. Und für die springende Stunde Also mir, muss man genau. ja deutlich eingreifen. Ja, das ist ein ziemlicher Aufwand, sind einige Spezialisten aus verschiedenen Ländern auch daran beteiligt. Und das ist klar, dass man das mit einem, ja, kein Werk von Grund auf neu dafür konzipiert. Aber es ist auch eine große Herausforderung und ich denke, es wird auch viele, viele interessieren, wie das dann später, ja, wie es dann umgesetzt wurde. Das ist, ja, aber die, wie gesagt, auch knallige Farben. Ach, ich freue mich riesig auf die Bäume. Also das wird wirklich extrem spannend. Viel Interessantes im Bestand, was ganz Interessantes im Zulauf. Ja, eine Sache ist da hinter mir. Man sieht nur ein kleines Stück, das reicht aber. Ich werde die bald präsentieren können. Steht auch was von dem U-Boot drauf auf der Uhr. Man kann es erahnen, dass es aus der Kampfschwimmerlinie kommt. Das werden wir dann, ja, so in den nächsten Tagen, Wochen wird es dazu mehr geben. Ja, ich danke dir sehr. Ich fand es unglaublich spannend. Ich habe ganz viel gelernt. Habe ich irgendetwas nicht gefragt, was du gerne beantwortet hättest? Das war sehr, sehr breit und ich denke, nee, also vielen Dank, dass wir uns so schön unterhalten haben über die Uhren aus Rula und ja, wunderbar. Super. Schön, dass du da warst und vielleicht sieht man sich hier und da mal wieder.
Ich danke, Ich dass komme ich vielleicht auch mal zu dir. sehr gerne. Ich habe eine wunderschöne Ecke jetzt, wo wir uns hinsetzen können. Ja, meine ist ja auch noch mein kleines Wohnzimmer. Nice. Vielen Dank. Ja, Axel, vielen Dank. Ich habe zu danken.